Schauen wir jetzt noch mal auf das, was da werden könnte. Herr Wittmann, aus Ihrer Sicht, auf das, was wir gerade schon besprochen haben im Osten. Aber insgesamt läuft die Situation momentan in welche Richtung in der Ukraine? Ich hoffe, dass die Ukraine standhält, dass sie weiter versorgt wird mit Waffensystemen und dass sie wieder in die Initiative kommt. Und ich möchte mal Folgendes ganz deutlich sagen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich sagt in einem Interview am Montag zum Krieg gegen die Ukraine, Zitat, ich hoffe, dass es bald zu einem Waffenstillstand kommen kann, dann können wir uns endlich auf andere Fragen konzentrieren. Ich finde das erstens unglaublich empathielos und zweitens nährt es den Verdacht, den schon andere geäußert haben, dass die deutsche politische Führung auf Zeit spielt, auf einen Waffenstillstand hofft, sodass man dann gar nicht mehr die Zusagen einlösen muss hinsichtlich der schweren Waffen. Und da verkennt man, was in den Gebieten, die Russland besetzt hat, den Menschen passiert. Und man verkennt, dass derzeit das besetzte ukrainische Gebiet gegenüber Februar dieses Jahres verdoppelt hat und dieses eroberte Gebiet in Verhandlungen ganz sicher nicht herausgeben wird. Also den Ukrainern jetzt einreden zu wollen, ihr müsst jetzt als allerhöchste Priorität einen Waffenstillstand eingehen, das halte ich für verkehrt. Und um auf Ihren Korrespondenten zurückzukommen, sogenannte humanitäre Korridore hat Russland schon in Syrien als Teil der Gefechtsführung betrachtet. Und ich stimme Zweifel, der da geäußert wurde, auch von Selenskyj, hundertprozentig zu. Sagt Klaus Wittmann, General AD. Herr Wittmann, danke für das Gespräch. Dankeschön. Okay.